Leute, heute haben wir wieder eine neue Folge Twitch Clips Germany und zwar mit dem Titel Nutella im Auge. Ja, da sollte es glaube ich nicht landen. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf das Video. Warte mal, da steht gar keine Nummer. Oh mein Gott, da steht nur Nutella im Auge Twitch Clips. Welche Folge ist es? Ich weiß es nicht. Elton. Egal, wir gehen jetzt da rein. Let's go. Hallo, herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Hey, Katze! Katze! Na? Na, du? Kannst du das nächste Mal vorher niesen? Süß! Ja, ich musste mir gerade anschauen, wie klatschende Hände ausziehen, okay, Leute. Na, okay, klar, ja. Eins kriegt sie. Guck mal. Ja, weich. ja, Danny, auf jeden Fall. Wenn du was für Aufbauspiele übrig hast und so. Au! Ah! Warum? Süß. Suchst du das? Eselkind. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Sad is how I know you. Go on. Inari, kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Das war wundervoll. Ich stelle übrigens fest, jetzt wo meine Kids und meine Frau bei der Reha sind und ich hier so einfach komplett vor mich hin vereinsame in Brandenburg, dass ich mir A, angewöhnt habe, wirklich deutlich zu viel mit meinem Kater zu sprechen und deutlich zu viele Sätze mit einem Miau zu beenden. Funktioniert's? Und dass ich jeden Abend, dass ich jeden Abend, wenn ich diese nachts irgendwie hochgehe, ins Bett gehe, immer so ins Wohnzimmer gucke und mir denke, kommst du mit hoch? Komm doch mit hoch. Schön. Süß. Der Name ist nicht leer. Was heißt dir, der Name ist leer? Da steht... Hä? Da steht, nein, mein Name ist nicht leer. Okay, dann ist halt mein Name leer. Dann ist halt mein Name leer. Großartig. Nun das Wichtigste zu... Du willst doch damit nur deinen kleinen Penis kaschieren. Das ist wie ein dickes Auto. Egal wie groß er ist, ich weiß, dass er funktioniert. Nice. Geh doch. Jetzt lauf! Bevor ich es mir anders überleg. Kriech vor mir. Kriech. U-Ident, die haben ein Foto gemacht. Ich habe den Greenscreen unter mir und ich sah halt, ich bin ganz ehrlich, auf meinem Perso-Foto, das kann ich obviously nicht zeigen gerade, ich sehe da einfach aus wie ein Bombenleger. Und ich kann sagen, ja, jedes Mal beim Zoll lacht Tati und lacht der Zollbeamte. Ich sehe einfach aus, als würde ich gleich in irgendeinem Gebäude, weißt du, so. Warte, kann man das sehen? Ich sehe halt einfach so aus, als würde ich gleich, oder? Der hat doch was dabei. Der hat was dabei. Zieh die mal raus. Was? Komplett anders. Oha. Imagine. Ich hätte niemals erkannt. Ich muss aber auch sagen, ich bin so froh, dass ich mein Perso irgendwann erneuern konnte. Wirklich. Ich war schon am Überlegen, ihn zu verlieren und dann meinetwegen sehr viel Geld auszugeben. Weil... ich sah auf meinem letzten Perso-Bild so schrecklich aus. Ich sah so schrecklich aus. Ich hatte so ganz, meine Haare waren, also ich sah auch super
kriminell irgendwie aus, so, weiß ich nicht. Und jedes Mal wurde ich da ange... Ich hatte halt meine Haare wegrasiert an den Seiten, oben so ein bisschen länger gehabt, so ganz komisch geschminkt. Ich sah aus, hätte ich gar keinen Bock gehabt, ich sah richtig pisst aus. Und dann, weil ich so vorsichtig ein neues hatte, weil so oft hieß es, nee, das bist du nicht. Ich so, ja, natürlich bin ich das. Nee, das kannst du nicht sein. Ich habe immer gesagt, ey, ganz ehrlich, würde ich einen anderen Perso nehmen oder nicht einen richtigen Perso nehmen, dann würde ich nicht so ein Bild nehmen, Alter. Ich sah so schlimm aus. Ich habe das Bild tatsächlich auch nicht mehr, bin ich auch sehr froh drüber, weil das sah nicht gut aus. Das war, nee. Der hat doch was dabei. Der hat was dabei, zieh die mal raus. Au! Das ist richtig krasser Sport, Leute, ne? Das ist richtig krasser Sport. Eine Bekannte von mir macht das nämlich auch. Und sie hat einfach an ganzen Bein blaue Flecken und allem drum und dran, ne? Ich habe da so Respekt vor, wenn man so eine Körperspannung und Beherrschung hat, das zu machen. Wirklich, ich finde das so cool. Ich finde das richtig cool. Warte. Ich finde auch das Foto sieht mir noch sehr ähnlich. Warte, was? Lol. Krass. What the heck? Ist das nicht der von 500 Miles? Na 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 na. Ich finde, ich sehe heute noch genauso aus. Ich weiß nicht genau, warum man seinen Führerschein erneuern sollte. Wer ist das? Sag mal, ich glaube, es hackt. Ja, nur weil ich einen Cap aufhabe, sehe ich jetzt anders aus. Lache, ey. Ich kann auf eine Fußhupe drücken. Beschleunigt. Nein! Das ist ja schlimmer als meine Lache, oh mein Gott. Wer wohnt hier? Übrigens, das sind die Dick, wenn man sich hier reinstellt. Oh. Ha! Entschuldigung. Hallo, ich bin der Geist, der jetzt ins Bett lacken scheißt. Hab keine Angst, ich komm vorbei. Und dann beiß ich den in den großen Zeh. Nein, ich bin der Geist. Ich mache Polter, du kleiner Pisser. Ich komme immer wieder. Und dann scheiß ich dir ins Klo hinein und lass dich drunter, du kleiner Pisser. Nein. Ich komm zu dir in den Garten und spiele deinen Spaten, du Pfosten. Dann beiß ich dir den T-O-W-O-W. Ich stehle dir dein Shirt, so wie es dich gehört. Dann zieh ich es an, du kleiner Mann. Und dann nehme ich den Staubsauger mit. Geh ins Fitnesscenter, du bist nicht mehr fit. Ja, das König, ist einfach so geil. Vielleicht haben trübt sie ihr junges Auge. Ich werde es selber sehen. Ihr solltet selbst sein. Männer aufstellen. Ich beginne hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Nun gut. Ich habe mich getäuscht. Orak Shaka! Orak Shaka! Orak Shaka! Orak Shaka! Geil! Nice. So, meine Süßen. Weiter geht's. Ich bin halt auch keine und die Zeit läuft. Hallo, Spiel, du bist geupdatet. Du musst funktionieren. Spiel, du hast ein Update bekommen. Funktionier. Oh, zum Glück hatte ich das noch nie. Bitte, liebes Spiel, kannst du bitte funktionieren? Du hast ein Update gekriegt. Es wäre super, super nett von dir, wenn du jetzt funktionieren würdest. Dankeschön. Puppies Playtime. Ich fühl's so sehr, Alter.
Alter! Poppys Pläne hat mich auch so fertig gemacht, ne? So fertig gemacht. Ich liebe es und ich freue mich schon auf das dritte Chapter. Aber what the heck? Dieses Game. Dieses Game, Alter. Das ist. Oh. Real talk, ey. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir könnten gewonnen haben. Ja, ah. Ah, gerade eben war es noch. Na, gleich viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich cool bin. Unerwartet. Nein, mein Wasser ist ausgelaufen. Nein. Fuck, ich brauche ein Handtuch. Karaoke haben wir gemacht. Cool! Oh mein Gott! Ey, ich. Nein, nicht das nächste Wasser! Fuck! Ah! Jeder Dorfmann und jede Dorffrau ist eingeladen. Ja, Laterne. Ich gehe in die Taverne. Schenke aus, mein Wirt. Ich will feinstes Bier und Wein von dir. Oh mein Gott! Das hat mich mir gerade clean ausgedacht. Ein bisschen länger in der Hand. Also, energisch länger. Nee. Ja. Jetzt. Ah, länger energisch von hinten. Ja. Ich danke euch. Oh, what? Nein! What the fuck? Was ist da passiert? Hat sie mir dann so zugehört, Livestreams sind das dann, ne? Ich so, ja, das sind Livestreams, ne? Und sie so, nicht so laut, ne? Das muss doch nicht wissen, das muss doch nicht das ganze Dorf wissen. Sagt sie, wenn die das wissen, dass sie Pornos drehen, dann weiß das bald das ganze Dorf. Ich so, ach du Scheiße, Mann! Da hat ihr euch gedacht, wir drehen Pornos, Mann! Und ich hab gesagt, nein. Ich bin so fucking gespannt auf die. Boah, ich hab mir ins Gesicht gespritzt. Tja, wenn's kein Mann tut, dann muss ich's ja tun. So, Okay. Sieht so ausgegraut aus. Hä? Ja? Was denn das? Hup. Heute immer im Ass. Scheiße, hätte lesen sollen. Do not show this publicly. Oh ja, gut. Publicly, unless you want everyone to know your friend code. Gut, wir sind jetzt alle Freunde. Nutella habe ich im Auge. Oh, du hast wirklich Nutella im Auge. Guck mal. Oh, Scheiße. Kannst du denn. Hä? Wollt ihr gerade da rein? Warte mal, wollt ihr da reinschnipsen? Kannst du denn. Das hat auch, hätte er da reinschnipsen wollen. Das sah aus, so soll ich dir helfen? Klatsch. Ganze Auge mit rausgerissen. Aha. Wattestäbchen holen, ist in der Schminkdose. Ich kurz gleich. Digga. Ich glaube, die Kompression ist dann noch besser. Es kann böse enden. Er kann nix. Zeig euch das. Well. Was machst du da oben, Bruder? Ich liebe einfach, wie er noch Katzenohren da drauf hat. Finde ich super. Ich weiß nicht, was das soll, aber komm da wieder runter, bitte. Was soll das? Das ist nicht cool. Verbuggt? Bruder, was er steht aber mit dem Arsch was da drin. So, bisschen Mineralwasser rein. Jetzt achte. Ja? Oh, ja. Super, genau. Siehst du die Kohlensäure hier? Ja. Und jetzt pass mal auf. Jetzt schlägt man die Spätzle. Ja. Mach. So. Schlag. Immer so ja. An die Wand schlagen. Oh, ja. Alter, geht das in die Arme. Oh, ja. Oh. Könnt ihr mir mal das mal festhalten? Jetzt schiebt ihr mir die Orgel pfeifen. Ich sag ja, teuer. Muss man einfach sagen, teuer. Hat die noch eine Folie drauf? Ey, warte mal, die hat noch eine Folie drauf. Guck mal, ob sie jetzt besser ist. Folie ist nämlich immer.
Ach, Junge. Alter! Holy! Oh mein Gott, wie gut ist diese Kamera jetzt? Da habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr Ausstattung. Oh, Alter! Aber sagen, teuer. Hat die noch eine Folie drauf? Ey, warte mal, die hat noch eine Folie drauf. Guck mal, ob sie jetzt besser ist. Ha. Folie ist nämlich immer... Well. Holy! Oh mein Gott, wie gut ist diese Kamera jetzt? Da habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr Ausstattung in der Küche. Was ist das? Das ist so ein Kinder... Meint ihr, es werden jetzt wieder ganz viel auf ihre Kameras gucken und schauen, ob sie eine Folie irgendwo noch drauf haben? Ich bin sehr gespannt. Ich hasse mein Leben. Warum muss das im Stream passieren? Das ist so eine Kindersicherung. Wir brauchen keine Chiliflocken für dieses Rezept. Oh nee, Mensch, das ist so eklig verhakt. Okay. Ne? Okay, pass auf, ich zeig's euch. Hä? Als ich angefangen habe, hatte ich hier ein T-Shirt-Lager mit 20 Shirts und habe mich wirklich für jedes Video immer mit dem Shirt umgezogen. Wirklich? Ich habe mir früher vorm Stream die Zähne geputzt, weißt du? Heute ziehe ich mir nicht mal eine frische Unterhose an, wenn ich aufstehe als Influencer. Also was soll das? Ja, die Zeiten sind dann vorbei, ne? Am Anfang denkt man sich so, muss man sich hier noch schick machen und irgendwann so denkt man sich so, scheiß drauf. Egal, wer braucht das schon? Schauen die Leute ihre neuen Geräte von der Benutzung nicht an, oder was? Ey, das ist halt so, bei mir ist das so krass. Ich bin was das angeht, halt voll pingelig. Also pingelig im Sinne von, wenn ich ein neues Gerät habe, schaue ich erstmal, wo die ganze Folie ist und dann mache ich die ab und fühle mich dabei, ich liebe das Folie abzuziehen. Deswegen inspiziere ich Geräte immer ganz krass. Zum Beispiel beim Stream Deck, genau das gleiche Ding. Beim Stream Deck ist es ja so, da drunter ist halt auch eine Folie, ne? Und die musst du natürlich abziehen, damit es halt Grip hat. Damit du halt, wenn du draufklickst, das ganze Ding nicht wegschiebst. Ich kann mir super gut vorstellen, wenn irgendjemand jetzt unter sein Stream Deck guckt und da wieder sieht, dass da eine Folie noch drunter ist, wie viele Leute das genauso haben. Bei mir ist das Erste, was abkommt, ist immer die Folie. Es wird erstmal geguckt, wo ist Folie, weg und dann ist alles gut. Folie abziehen ist einfach was Schönes. Das könnte ich nie vergessen. Nie. Ich habe da auch noch eine Folie gerade gemerkt. Auf dem Stream Deck unten drunter? Nee. Was? Ja, nee. Du hast es jetzt nicht getan, dein Stream Deck eine Folie. Was ist los mit euch? Alleine da merkt man das doch auch, dass es sich verschiebt. Das muss ab, damit es halt Grip hat. Sag mal, Kabuki, warum? Ja, ich finde die voll toll. Die sind so wuschig wie ich. Wuschelig. Ein Wiggle wurde eingelöst. Yes, dann wiggle ich jetzt mal. Genug. Oh, es ist mir schwindelig. Das ist so, wenn ich stehe. Aber dick ist was anderes. Da passt noch ziemlich viel dazwischen. Oh Gott. Alter, heute habe ich es mit der Zweideutigkeit, Alter. Ich höre einfach auf. Ach. Hat jemand sie als dick bezeichnet in ihrem Stream? Ich hoffe nicht, Alter. Ich hoffe nicht. Das wäre, Alter. Kadi ist übrigens auch eine richtig Sweete, nur mal so nebenbei gesagt. Habe ich mit der Zweideutigkeit, Alter. Habe ich auf der Gamescom kennengelernt. Sie ist richtig Zucker. Ach. Richtig Zucker. Oh, die Tür ist offen. Da ist eine Leiche und die killt uns jetzt. Bam. Die ist leer. Da ist ein Zettel. Oh, nee. Uhu. Ich kann sowas leider nicht hören. Ich habe richtig... Wie heißt das? Wie nennt man das? Ich habe Ratten im Rücken oder so? Keine Ahnung, aber... Uah. Puh, Gänsehaut, dankeschön. Ich meinte Gänsehaut. Ratten im Rücken, Gänsehaut. Wir haben so gute Laune für diesen Appe, die Bappe, die... Ich habe seinen Namen vergessen. Chat, ihr müsst mir kurz helfen. Apokare? Apo-Red. Apokare. Das ist die Hilfsorganisation. Apokare! Da wird Ihnen geholfen.
Ich habe gerade wieder nicht genug Zeit, um all das zu spielen, was ich spielen. Ja, sorry. Apokea, ja. Ich habe gerade wieder nicht genug Zeit, um all das zu spielen, was ich spielen möchte. Das ist wirklich sehr belastend, ey. Leck mich. Hätte ich auch Lust drauf. Was? Was? Hä, aber wie geht das? Ich bin low-key angefixt jetzt. Warte, ich kann ja nah anfangen und dann weiter weggehen. Ich glaube, die Flasche ist einfach nicht dafür gemacht. Ich schwöre, mein ganzes Kleid ist nass von oben bis unten. Ich mach dir eben eine Sprachnachricht. Okay? Hey. Fertig, halt die Klappe. Sein Kopfhörer ist wieder heile. Sein Kopfhörer ist wieder heile. Sonst hau ich euch. Nee, ich mach das Mikrofon aus. Geht darum, dass gerade die das nicht hören. Hä, sind wir doof? Ich kann dir doch einfach so sagen, wenn du hier bist und ich das Mikrofon ausmache. Könnten wir sein. Das könnten 1:1 wir sein. Was? Ich lieb's. Dorf von König Chagas oder dem Magier. End. Falsch rumgemutet. Das ist geil. Die Frage, die ich dir gestellt habe. Ich brauche eine warme Umarmung, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du vorher duscht. Es heißt schon wieder, dass ich stinke? Okay, geh jetzt nackt einfach in den Teich von den elberlichen Lippen. Nicht schon wieder, du blamierst und auch den Bach. Du hast gesagt, ich stinke. Also Männer. Folgenden Tipp bekommt ihr von mir. Wenn ihr den Bogen gespannt habt, haltet ihn, bewegt ihn leicht wie eine Feder. Wenn ihr aus einer geduckten Position schießt, ist es sogar noch besser. Habt ihr gesehen? Ich habe Sir Edwin nicht getroffen. Wow. Wenn ich ihn denn treffen wollte, hätte ich höher gezielt und hätte genau ihn getroffen, so wie jetzt. Hervorragend! Beeindruckend, Herr Hoffmann. Hervorragend! Not bad! Not bad! Von den 1000 ursprünglichen Anwohnern blieben nur 5 in Centralia zurück. Von 5 Einwohnern sind nur 5 zurückgeblieben. Da muss man sich auch mal überlegen. So. Was? Was? Wenn das passiert. Heidewitzka. Von 5 Das ist sehr gut. Ja. Ich bin mit dir an der Krone. Trotzdem ich bin Sieger. Das ist ja frech, Alter. Ich dachte, das ist ein Teamspiel hier. Ja, nein, das ist jeder für sich. Geil. GG, ja. Win overall. Hä? Wieso du? Ich hab gewonnen. Nein. Nee, wenn ihr beide bei mir steht Zeit, Sieger. Sieht das bei jedem anders Sieger. Das bin aber ich als Sieger. Nein, das bin ich. Hä? Bei mir bin ich Sieger. Dann sind wir beide, wir sind Doppelsieger. Was? Ja. Ja, wenn sie gleichzeitig rangehen, ist jeder auf seiner Seite Sieger. Das hatten wir schon sehr, sehr oft gehabt. Schön, dass nur Edgar die Agro hat. Sag mal! Das habe ich jetzt so gejinxt. Der ist ja im Kreise gesprungen. Stein einsturzgefährdet, dringend neu verfugen. Hintere Fassade, Trockenfäule. Dach, möglicher Holzwurm befallen. Ach, innen. Da kriegt das gerne an Anders hart rein. Ich finde natürlich hier die Planky-Schokolade
Und auch mit meinem Logo und der Katze gerade im Moment mit oben drauf. Die kaufen. Eine Überziehhülle nennt man das also. Ja, bei Sherfy nennt man das natürlich wieder anders. Das ist warum ist das jetzt auf? Kim? Unbedingt werde nehmen. Ey, das schmeckt dir gar nicht. Das... Nein, Digga, das ist Schokolade. Katzen dürfen keine Schokolade essen. Bitte, meine Schokolade. Könnten Sie mir zum morgigen Tage eine Schaufel aus eurem Sortiment leihen? Ich habe keine Schaufeln mehr übrig. Ich gebe da gewisse Dinge, die ich... Ich grabe meine Löcher mit einer stumpfen Axt. Das ist ein Problem. Habt ihr eine Ahnung, wo ich eine Schaufel herbekommen kann? Sie sollten vielleicht jemanden fragen, der sich größtenteils mit Buddeln beschäftigt. Ein Totengräber. Das ist eine gute Idee. Haben Sie eine Schaufel? Oh, tut mir leid, ich grabe meine Löcher mit einer stumpfen Axt. Dann scheiß doch mal auf dein Donation Goal. Geh einfach in Saturn und piss einen PC an, dann gehört er dir. Oha, oder ich piss einfach denjenigen an, den der Saturn gehört. Dann gehört der mir und der, dem gehört der Saturn. Das heißt, ich bin dann im Besitz eines Planeten. Habt ihr eine Idee, was? Wen man fragen könnte für eine Schaufel? Irgendjemand, der buddelt. Totengräber vielleicht. Das ist eine super Idee. Das ist eine gute Idee. Werter Totengräber. Ja. Habt ihr zufällig eine Schaufel? Leider nicht. Ich habe eine stumpfe Axt, mit der buddel ich meine Löcher. Vielleicht sollten Sie jemanden fragen, der sich mit Buddeln beschäftigt. Oh mein Gott! Was ist da passiert? Und wie lange waren Sie in diesem Kreis? Und wie viele Leute sind dazugekommen? Oh mein Gott! Anton, Anton, Anton! Könnte er, wenn man es könnte. Oh! Oh, zum Glück war es aber nicht das Aquarium. Auf einmal, ich bin eine Prinzessin und kein... Ah. Du bist so ein Arsch. Das ist so ein Kick. Oh, fies. Okay, nice. Das mag ich. Das mag ich doch nicht. Ich habe mir heute einen Carino Reddit-Account erstellt. Und wisst ihr was? Ich habe mich so verarscht gefühlt. Ich tippe meinen Benutzer Carino ein, was steht bei Reddit. Dieser Benutzername gehört einem gelöschten Konto. Ja, Digga, danke. Der ist gelöscht. Warum kann ich den dann nicht haben? Bist du Panne? Hat man dir eigentlich ins Müsli geschissen, Reddit? Ich will meinen Carilo-Namen haben. Jetzt heiße ich Carilo mit 2 O. Was verschlossen? Leute, ich will nur den Rucksack. Mehr nicht. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Lol. Ah, wie geil. Strong. Okay, ich tue jetzt meine Hand da rein, ja? Ah. Ah, bitte nicht, bitte. Bitte. Nein, ah. Es ist zerbrochen. Warte, was? Tatsächlich, ich bin einer der besten Delfinen-Nachahmer, die es gibt. Ich bin der Mimik unter den Delfinen. Listen. Ich kann das richtig gut. Auch in verschiedenen Tonlagen. Mit dem Happy Dolphin, der auch tatsächlich reden kann. Hallo, da, da, da. Es geht tatsächlich, das Problem, dass einige Buchstaben sehr schwer sind. Ein bisschen auch Donald Duck-mäßig, gell? Ich hab gerade Donald Duck-Vibes bekommen. Heißt, ihr beide dürft anfangen. Bram sagt, ihr beide fangt an in den Boxkampf und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Was ist das?
LOL! Was? Nun gut. So schauet und staunet. Den Bogen, den spannt man über so. Jawohl. So. Und diese Ziele zu treffen, es gilt, ja? Entschuldigung. Genau. Dies ist nicht so schwer, wie es scheint. Getroffen. Ich scheine ein Naturtalent zu sein. Dies sind 30 Taler weniger. Nun, 40 Taler weniger. Und sie meinten, hierfür gibt es 20 Taler weniger. Jawohl, für die im Baume. Nun, dann schulden sie mir 10 Taler. Oh mein Gott, was war das? Das ist Milch! Oh, bin ich erschrocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte, jetzt ich wehgetan. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Herz. Mein Herz! Komm her. Alexa, spiele Helene Fischer. Nein, nicht bei mir! Alexa, stopp! Ich doof, Mann, ich hab ja auch die. Ich war so tot, aber. Pflaume! Jetzt Twitch Clips Germany abonnieren, kommentieren und ein Like da lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf den Reaktionschannel gehen. Da bitte auch abonnieren, kommentieren und ein Like da lassen. Vielen Dank. Genau, Leute, abonniert Twitch Clips Germany, abonniert auch diesen Kanal hier, lasst einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, schaut euch noch mehr Videos von mir an, ich würde mich unheimlich darüber freuen. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und bis dann. Bye, bye.